Hallöchen, Freunde. Na, ihr? Hallo. Wie geht's euch? Warum teabagst du? Soll ich dir... kann. Ich sehe deinen Slip, wenn du das tust. Du hast rosa Unterwäsche an. Oh mein Gott, ich habe rosa Unterwäsche an. Okay, heute ist der Plan, die Quest Zwei Herzen abzuschließen, indem wir Anne treffen. Und Anne kennen wir ja schon. Der haben wir ja schon den Teddybär gebracht. Und das heißt, wir werden uns... Du hast den Typen darunter gekickt. Das habe ich in der letzten Folge auch gemacht. Nee, der hängt bei mir noch... jetzt ist der Kopf weg. Okay. Naja, egal. Du bist also ganz bösartig? Nee, ich tu nur so. Okay, naja, dann geht's ja. Ja, jedenfalls, wir müssen jetzt zu Anne. Und jeder weiß... Aua! Gib mir mein Messerchen zurück. Ach, da unten steht jemand. Da kommt noch einer. Der kommt gleich hoch hier. Hallo. Da oh, jetzt noch kommt eine. Die nächste. Oh. Was soll denn der Scheiß hier mit euch? Da vorne kaut noch einer. Ich schaff's, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß nicht. Geh mal runter zu dir. Ich glaube, die hängt irgendwo. Okay. Ja, die ist gemacht. Die hat die längste Zeit gelebt. Ja, wir brauchen... Dann nehmen wir den nächsten. Wir brauchen dringend Energies oder sowas. Oh nein, ernsthaft? Mit unserem Leben? Oh nein, wir gehen hier lang. Ja, würde ich auch sagen. Aber hier außen rum. Oh nein, er hat uns gesehen. Der Dicke? Ja, der hat gekreischt. Einmal kreischen ist nicht das Problem. Aber er wird uns sehen. Müssen wir da rum? Ja, wir müssen hier links an dem vorbei. Warte. Was ist, wenn wir durchs Wasser gehen? Er kommt. Der kann ja kommen, bloß nicht, wenn wir hier gerade am Prügeln sind. Nee, komm, wollen wir den nicht in Frieden lassen? Upsi. Naja, jetzt können wir noch machen. Auf die Fresse! Oh, mein Messer ist kaputt. Oh, ich bin kaputt. So, ich habe hier noch einen Basie. Ja, könnte das meiner sein, der darum gelegen. Oh, ich bin bei Svetlana. Bin unterwegs. Nee, also dein Basie ist es nicht. Ich habe den aus meiner Tasche gezogen. Ja, okay, ich habe nämlich irgendwas auf ihn geschmissen eben. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen aufheben kann, die du schmeißt, oder ob du die... Aua. Ich bin auch tot, glaube ich. Ich bin unterwegs. Ja, ich bin tot. Bin gerade tot umgekippt. Oh, alles, was ich in der Tasche habe, ist kaputt. Ja, geht mir nicht anders. Das heißt, ich habe keine Waffe mehr. Ich habe hier noch diesen... Ernsthaft? Dann war das vielleicht ganz klug, dass ich vorhin immer alle kaputt getreten habe. So, hier ist noch einer. Weiß gar nicht, wo ich gelandet bin. Ach, die lebt ja auch noch. Also zumindest so sehr, wie Zombies leben können. Ach, hier ja, bin ich. Ich bin wieder bei ihm. Ja, ich bin hier um die Ecke. Ich habe direkt wieder einen auf die Nase gekriegt. Also ist, der mag mich echt. Achso. Los, hau ihn. Ah, das war's. Ich bin noch zurückgegangen. Aber nein, er trifft mich trotzdem noch. Gott sei Dank, der Typ ist down. Ja, gut, ne? Boah, meine Sachen sind auch fast kaputt. Wir müssen echt... Also bei mir, wie gesagt, alle kaputt, außer das, was ich gerade aufgesammelt habe. Meine Fresse. Aber hier können wir uns wenigstens erstmal heilen. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, ich brauche die Heilung jetzt gar nicht mehr, aber... Ich brauche sie trotzdem. Oh, Alkohol. Ja, den würde ich jetzt auch nehmen. Oh, guck mal, Wasser. Und noch mehr Alkohol. Ja, nimm den Wasser mit. Wir müssen eh bei Kim vorbeigucken. Habe ich den Wasser gesagt? Ja. Noch ein Bolzen, da ist ein Paddel. Hier, nimm doch das Paddel mit. Oder hast du noch ganze Waffen im Inventar, die du nicht ausgerüstet hast? Wahrscheinlich. Aber die habe ich halt alle nicht geskillt. Ist doch scheißegal. Besser als eine kaputte Waffe. Oder was denkst du?
Ja, warte mal. Ach, hier. Hey du. Ernsthaft? Du fühlst dich angesprochen? Oh nein, da ist schon wieder ein Dicker. Das ist doch nervig. Ach, ich habe mittlerweile auch viel mehr Dinge ausgerüstet. Also, Ja, na klar. Gibt's für die Level-Ups. So, der ist auch kaputt. So, dann gibt's jetzt den gefährlichen Stock. Gefährlicher Stock auf die Fresse. Gefährlicher Stock gibt's auf die Fresse. Aua. Okay, jetzt habe ich ein paar Sachen ausgerüstet. Da liegt ein Kopf. Warum hast du das nicht die ganze Zeit schon benutzt? Das ist eine gute Frage. Hier ist ganz schön viel los. Und Lizzie tritt lieber durch die Gegend, anstatt diese Überwaffe zu benutzen. Ich habe dafür keine Worte. Hi, ihr. Oh Gott! Ah, ich habe auch keine Energy mehr. Von da hinter dir. Ja, den mache ich. Nicht. Ah, der hat auch, hat's auch hinter Ja. sich. Ach, da ist ein Runner. Schnauze Runner. Ach, und du bist auch wieder da, der hier an dem Ding festhängt. Ich bin fast tot? Dank dir? Dein Ernst? Okay, Okay. okay, okay. Oh, okay. Hier nach oben? Meine Waffe ist fast kaputt. Gut. Das ist kein GG, den ich nehmen kann. Das frustriert mich. Oh, du bist ja schon weg. Ja, Weißt du, und hallo. ich gucke mich hier noch um. Wir waren da doch schon 50 Mal. Ja, aber ich brauche einen GG. Also nicht nur einen, aber. Und stay the fuck down. Ich bin tot. Ne? Doch noch nicht. Fast. Weiß gar nicht, hast du nicht ein Medikit? Ne? Ich hatte eins im Leuchtturm gefunden. Aua. Kann sein, dass du auch eins hast. Müsste oben rechts neben der Waffe angezeigt werden, falls du ein. Nö. Okay. Hier ist auch wieder alles voll. Wo kommen die denn alle weg? Ja, ich weiß auch nicht. Also, dieses Mal verstehe ich es wenigstens. Weil wir halt ja wenigstens das Spiel neu gestartet haben. Aber. Na, da kommt wieder ein Runner. Warte. Ich stelle hier ein Bein, du schmeißt was auf sie. Perfekt. Okay, dann. Bist du lebendig? Nö. Du denkst, der steht noch auf, wenn die Fliegen um ihn herumschwirren? Ja, meinst du, um Zombies schwirren keine Fliegen rum? Weiß Ach, nicht. wer kommt denn Aber der da? steht. Hier, Beinchen ab. Dann läuft es sich schlechter. Hi du. Oh nein, hier ist schon wieder ein Schläger. Die Waffe ist auch kaputt. Ja, die auch. Ich muss gerade noch. Nochmal ins Inventar schauen. Was haben wir denn hier noch so? Das ist alles kaputt. Ich habe hier noch einen Mal gefährlichen den. Schraubenschlüssel. Der funktioniert noch. Und der Basie ist auch schon kaputt, ne? Kaputt, kaputt. Der muss hier irgendwo in der Ecke stehen, aber ich sehe nicht. Hier noch ein paar Brecheisen. Hackmesser, das ist Oh noch Gott! gut. Der steht wahrscheinlich genau hinter der Pflanze hier. Ach ja, da ist er. Das Küchenmesser, okay. Oh, hallo! Das meine ich ja. Oh, guck mal, hier ist Wasser. Kannst du mir helfen? Ja. Ich helfe erstmal im Pool. Okay.
würde so mitmachen, aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ich ertrinke gerade im Blut. Das passiert, ich auch. Ich leg mich mal neben dich. Ja, dann, oh nein! Oh Gott! Du bist schon wieder gestorben? Ja. Es sah überall nur noch Zombies und Blut. So, weg mit euch! Aber ich bin ja gleich um die Ecke hier. Ich will raus hier! So. Aber Fresse, Vorsicht, der Kleine. Okay, der ist auch down. Ich glaube, deine Waffe ist kaputt. Oh, Wasser. Ich bin tot. Natürlich zu Klump. Ich habe ihn zu Klump getreten. Ist er tot? Ja. Und deswegen bin ich gerade gestorben? Alter. Boah, ist das scheiße hier. Ja, nächste Waffe war kaputt bei mir. Ihr habt doch gesagt, ich glaube, deine Waffe ist kaputt. Ja, du hattest ja auch recht. Und deshalb habe ich ihn zu Klump getreten. You like that, asshole? Oh, ich wollte schon wieder mit dir handeln. Das passiert. Bin auch sehr handlungsbedürftig. Ja, ich kenne dich nicht anders. Ernsthaft? Was? Ernsthaft? Dass hier Kollege Inosuave noch meint, aufstehen zu müssen. Sag doch, ich drehe sie hier alle zu Klo. Ah, der Nächste. Stay down! Stay down! So. Wir machen alles auf. Ah, der kommt auch sicher nochmal her. Wer, der da? Der kam noch nie. Oh. Ah, ging West. An der Treppe. So, nun aber. Ach, die haben ihre Tür wieder verschlossen. Schon wieder? Ja, ja, die machen die immer wieder zu. Ach. Alkohol. Ich möchte ja nichts sagen, ne? Aber... Oh, thank God! Thank you! Oh nein. Ist sie's? Natürlich. Die ist doch hier mit drin. Theresa, hallo. Oh, thank God! 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 Boah, ey. Thank God! Die Alte, ne? Oh, thank God! Die geben mir ein bisschen auf den Sack. Oh, thank God! Wie viel Wasser haben wir noch? Thank you! Gott sei Dank, ich bin leer. My muscles are starting to cramp up. Ja, ich auch. Let me open this puppy up. Can you find Jenny? If you see her, tell her not to worry, because Teddy is with me and he will protect me. Ja, erzähl ja. Jennifer, dass Anne in Sicherheit ist. Ernsthaft? Jetzt müssen wir wieder dahin? Nee. Gott, ernsthaft? Anscheinend. Vergiss es. Ich würde jetzt erstmal irgendwo hingehen. Erstmal zum Waffe rappen. Ja, ich genau das. Wollen wir die Straße nach unten laufen? Da können wir auch gleich eine Quest noch mit abgeben. Ja, ist ein Plan. Okay. Oh, thank God. Thank you. Oh. Ich höre die Krallen auf dem Boden. Ladies Krallen? Ja. Boah, was geht denn hier? Was habt ihr denn hier alle? Schön, dass der eine Zombie den anderen weggeschubst hat. Ja, ich finde das auch wunderbar. In meine Waffe geflogen ist. Stehen bleiben. Ich muss mal eben ganz kurz und so. Ne? Oh, da ist auch einer. Kam der von hinten und der kommt von hinten und. Oh Gott. So, weg mit dir. Sind das viele auf einmal? Hier kommt noch einer. Glaube ich. Ja, hier vorne ist er noch. Aber fressen. So. Gut. Willst du die Truhe nicht öffnen? Die kann ich nicht öffnen. Warum nicht? Stufe 2 konntest du doch schon. Ich konnte die nicht öffnen. Die hatte bei mir kein Öffnenzeichen. Also ich konnte da gar nicht rangehen. Oh, okay. Nee, ist dicht bei mir. Wahrscheinlich, weil ich die beim letzten Mal aufgeschlossen habe. Ist die jetzt irgendwie dicht? Keine Ahnung. Party.
Hä? Schade. Achso, ich habe Party verstanden, deswegen war das gerade so. Party, ne? Party! Fuck you! Der ist schon da und den brauchst du nicht mehr. Ach, Portemonnaie. Ach, Gott sei Dank, mal wieder zu Hause. Also, das bezeichnest du hier als dein Zuhause? Naja, also, ich bezeichne das eher als mein Zuhause als bei Oh, thank God! Ja, aber Svetlana. So, ich gehe erstmal hier hinten die Quest abgeben und dann gehe ich zu Wayne. Ich gehe meine Waffen hier reparieren. Hey, Max. Oh, poor son of a bitch. I thought he'd make it. Guess I was wrong. Thanks anyway. Appreciate the help. Meine ganzen Waffen. Aufstieg. Woo. Und eine schwache Eigenbaumachete. Hey. Naja, besser als nix. So, was können wir denn upgraden? Feuerwiderstand, Haltbarkeit modifizierter Waffen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das hier ist leider das, was ich am ehesten brauche. Wobei, eigentlich brauche ich hier gar nicht mehr drauf zu gehen. Das sind jetzt nicht so geile Fähigkeiten hier unten. Das skill ich lieber hier oben. Töten eines Feindes erhöht deinen Schaden für 5 Sekunden. Ja, das ist entspannt. Verringert die Ausdauerkosten. Ha. Ja, und das könnte man auch mal. Es ist alles kompliziert hier. Ja, ich kenne das Spiel. So, das ist wieder nur ein GG. Batterie. Reiniger, okay. Oh, ich muss auf jeden Fall ganz viel verkaufen. Ja, ich bin jetzt auch bei Wayne. So. Das kann weg. Das schwache Küchenmesser kann weg. Hey, Kumpel. Oh, ich will dir Sachen verkaufen. Fertig hier. 100. Ernsthaft? Die ist halt nur Stufe 5. Nee, die behalte ich. Den Stock dafür verkaufe ich. Das Brecheisen kommt weg. Das Hackmesser kommt weg. Das Brecheisen kommt weg. Der blaue Basie kommt weg. Der verformte Revolver kommt weg. Das schwache Küchenmesser kommt auch weg. Ja. Okay. Du kannst dir im Hinterraum von dem einen Typen noch eine Machete abholen. Vielleicht ist die bei dir nicht so schlecht wie bei mir. Der hat aber auch keine guten Waffen hier. Und so. Nee, momentan ist gerade doof. Das ist wohl wahr. So, wo wollte ich hin? Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus nach hinten. Ja. Von dem Ball plündere ich hier nochmal alles. So, du. Daisy schraube ich auch mal nach oben. Irgendwas Stufe 10. Ja. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, der Schlitzer ist besser als das Genagelte, oder? Wenn es richtig anstellt, kannst du ein Massaker unter diesen miesen, lebendigen Toten. Ah, das ist schwierig. Du gerade am Modifizieren, oder was? Ja, ich habe einen schönen Baseballschläger und ich bin am Überlegen, ob ich den entweder nageln soll oder den Schlitzer dran packen soll. Und der Schlitzer, der braucht zwar mehr Sachen und hört sich auch an sich besser an, aber der Preis ist niedriger, um das zu machen, und als das bei den Genagelten. Und deswegen bin ich am Überlegen, ist der Schlitzer wirklich das Bessere? Aber es, man sieht hier leider die Stats. Oder doch, da würde man die Stats sehen. 206 bei genagelt. 206... Ach doch, da hat man's. Man hat eine Chance mehr zu köpfen, glaube ich. Oder was ist das für ein Symbol? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich mache da den Schlitzer draus. Yes! Der Basie für Blutungen. Da hinten, ja. Wo da hinten? Da, wo wir wieder Svetlana besuchen müssen, ja? Ja. Gehen wir da wieder über den Strand, oder wie sieht's aus? Ja, ich glaube, das wäre das Beste.
So. Wenn man hier so runter guckt. Das war elegant. Ja, ich weiß halt, wie das geht. Ich bin halt schon öfter da runtergefallen. Ist halt böse, aber es ist wahr. So, mein Stockmesser haben wir hier wieder. Warum? So, weg damit. Da habt ihr den Bumerang. Den schnapp ich mir. Liegen bleiben. Ja. Liegen bleiben. Oh, mir wird gerade angezeigt, dass ich noch einen Fähigkeitenpunkt vergeben kann. Dann kannst du das ruhig machen. Ja, dann musst du mich aber beschützen, falls ihr gleich Zombies an... Ja, nur der hier hinter dem Ding, der sich so langsam aufregelt. Aber so ganz ernsthaft hat das nicht gemeint. Ne? Nee, das war eher so ein, ich könnte probieren, vielleicht. Okay. Ja, hat sich dann aber dagegen entschieden. Hey, over here, moron. So, also die Haltbarkeit von scharfen Waffen ist bei mir jetzt so auf plus 30%. Also. Das klingt gut. Ja, ich denke, Haltbarkeit ist schon mal nicht schlecht. Ja. Danach kommt dann der Schaden dran bei mir. Soll ich hier oben nochmal gucken, ob ich da nochmal aufschrauben kann? Hier war ja auch dieses eine... Achso, ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Mann. Die neue Tür, die du aufbrechen musst, oder? Nee, da war ja hier das Ding zum Auf... aber nee, geht nicht. Eins, zwei, drei, vier... Wahrscheinlich fünf Zombies. Warte, dann tu mal nichts. Such dir mal eine schlechte Waffe oder so. Aber... Die kommen schon auf mich zu, deshalb trete ich schon zu Klump. Aber guck doch, was ich hier Feines habe. Ah! Hier, nimm dir mal die Schaufel mit und schmeiß die gleich auf das Ding drauf. Ja, dann muss ich die aber erstmal suchen. Und das kann ich so nicht. Das dauert zu lange bei mir. Wo ist denn die Schaufel? Nee, das vergiss es. Nee, so viele sind es auch gar nicht mehr. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Okay, die hier steht nochmal auf. Die da rechts, meinst du? Nö. Die da kommt ein bisschen näher. Guck mir das her. Da hinten. So. Macht noch eine Geräusche. Ja, die hier mit ihrem Hintern. Du schreist mit deinem Hintern? Ja, die schreit immer mit ihrem Hintern. Ach so. Interessant. Ich frag mich, wie man das hinkriegt. Frag die. Schreist du auch öfter mit deinem Hintern? Nee, ich nicht. Oh, hallo du. Hä? Ich frage mich auch manchmal, wie die das machen. Weißt du, ich ihn schon aus 300 Meter Entfernung angegriffen, aber er kriegt mich irgendwie zu packen. Ich muss mal mein Zeug hier umrüsten. Hallo. Oh, das kann ich nochmal aufmachen. Ein schwerer Stock, Stufe 9. Hurra. Ja. Oh, er hat Seife genau, dabei. Toll. Was habe ich Seife hier? Seife in der Tasche. Oh, das sieht aber gut aus. Hm? Guck doch mal. Oh. Wie hast du das denn und so? Das ist ein Baseballschläger mit der Schlitzermod. Okay. Ja, die konnte ich nicht machen. Also ich habe für keine Modifikation genügend Sachen. Dann können wir mal handeln, wenn du willst. Ah. Handeln, schmandeln. Mit Mandeln handeln? Mit Mandeln handeln. Bleib liegen, Alter. So, du kannst dich auch hinflatschen. Kopf ab. Ich war schneller mit dem Tritt. Ich weiß nicht, aber der Kopf ist ja trotzdem ab, auch wenn du sie vielleicht schneller getötet hast. Ja, aber tot ist tot. Damit habe ich gewonnen. So. Wo geht's denn hier weiter, hm? Ach, jetzt kommen sie wieder angerannt. Ach, die sind schon wieder da am Bühne besteigen. Schon wieder? Warum macht ihr das? Lass doch mal den armen Dude da oben in Ruhe.
Was hat er euch getan? Gib mir meine Machete zurück. Du hast mich von der Dings geschmissen, von der Bühne. Ich war das nicht. Typ ist weg. Aber ich habe Wasser gefunden. Oh, toll! Oh, thank God! Oh mein Gott. Thank you. Kann die Alte schon nicht mehr hören. Nee, ich auch nicht. Die verfolgt mich in meinen Träumen. Oh, bitte nicht. Ich habe ein rostiges Ohr. Du schreist damit heute Nacht. Oh, thank you. Oh, thank God. Oh, okay, hier sind schöne Verbände drin. Eine Kiste, die man aufmachen kann. Hat sich das gelohnt, das mit der Kiste? Nö. Okay. Aber die Verbände, die haben sich gelohnt. Na, das Problem ist, dass wir die Verbände halt eigentlich auch nicht brauchen. Die brauchten wir nur für eine Quest, die können wir nicht benutzen. Ich weiß. Das ist das Blöde an der Sache. Oh, da sind sie ja wieder alle. Hi, Leute! Als hätten wir euch nicht in der heutigen Folge erst gekillt. Oder in der letzten. Gib mir ein Messer wieder, dankeschön. So, jetzt wollte ich den abschlachten und dann bist du einfach schneller. Ich frag mich, ob ich diesen Baseballschläger hier ohne Probleme schmeißen kann. Oder ob ich ihn dann nicht wieder zurückkriege. Ich geh mal hier lang. Ja. Aua! Ernsthaft? Jetzt fangen die damit an! Alter! So. Boah, das hat wehgetan. Die fangen jetzt langsam an, Waffen zu schmeißen. Oh nein. Ich habe gerade ein Messer an den Kopf geworfen bekommen. Dann wird sie zu Klump. Ich benutze das Treten überhaupt nicht. Boah, das ist die ultimative Waffe. Nee, ist sie eigentlich nicht. Doch. Das ist die Waffe. Wenn ich so sehe, was du da an Damage machst. So. Oh. Ja, die hallo. Kisten. Ich muss da auch drüber. So. Nö. Ich bin halt fett. Es ist. Hallo. Hi, Svetlana. Mit dir will ich nie reden. Champagne. Oh, thank God. So, zwei Herzen. Was kriegen wir von dir? Schwergewichtbauplan. Okay, toll. Jetzt kann ich mich selber bauen. Ja. Oh nein, hier schon wieder Wasser. Ich habe auch schon eins aufgesammelt. Schwierig. Hey, mir kommt so vor, als hätten wir in der heutigen Folge gar nichts geschafft, weil wir einfach schon wieder hier sind. Ja, ist korrekt. Sag mir nicht, die Folge ist schon zu Ende. Na, wir können noch 5 Minuten, aber... Also können wir nicht mehr wirklich was. Nee. Ich würde sagen, wir gehen hier zurück und dann gehen wir den Strand weiter nach rechts, dass wir dann langsam zu den Fackeln im Norden kommen. Okay, das ist der Plan. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, wie gesagt, wenn du irgendwelche Modifikationen machen willst, ich kann dir gern irgendwas geben, wenn ich das habe. Ach. Oh no. Ist Dicky wieder da? Ja, erstmal eine andere Waffe aus. Bist du sicher, dass du keine Mollys hast? Also ich habe gesehen, ich konnte... Du hast nicht mal geschlagen und hast mich getroffen. Willst du mich verarschen? Wow, dieser modifizierte Baseballschläger ist ziemlich gut gegen die Schläger. Hier. Der schneidet den Viechern halt die Körperteile ab. Das ist super praktisch. Schon ein bisschen eklig, wenn man so drüber nachdenkt. So, wenn wir gleich mal einen auf dem Strand haben. Oh, der wollte, glaube ich, mich gerade abschmeißen. Ja, aber wenn du sie trittst, dann hören sie damit auf. Ne, wenn wir gleich einen am Strand haben, wo dieser Basie nicht so weit wegfliegen kann, würde ich das gerne mal ausprobieren, ob der in den Leuten stecken bleibt oder nicht. Wollen wir gerne probieren. Aber vorher würde ich mir meinen Energy snacken, weil das Messer, was ich da ins Gesicht geschmissen bekommen habe, das hat echt weh getan. Ich habe hier irgendwo Rumpel die Pumpel gehört. Das war mein Bauch. Ach so. Na, ich glaube, das war's. Na, wo ist er denn? Rumpel die Pumpel, wo bist du? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Interessant hier. Ach ja, hier waren wir ja. So, lass mir den mal.
der da in der Ecke sitzt. Ah ne, der ist schon tot. Hm, okay. Oh, das ist kein gutes Zeichen, wenn hier so viele abgeschlachtet sind. Meinst du, hier ist irgendjemand Lebendiges, der uns abschlachten will? Nee. Ich glaube, hier ist irgendwas Großes. Totes. Ach, ich weiß nicht. Hier ist erstmal eine Kiste. What have we got here? Ein ermüdender Stock. Du verlässt den spielbaren Bereich. Ja, schön. Lass das doch. Ja, aber ich kam da nicht mehr hoch. Ich musste da außen rum. Das ist ungünstig. Warte mal, wo geht's denn hier links rein? Nirgendwo. Warte mal, ich guck mal ganz kurz hier links rein. Das wird nicht weit gehen, aber vielleicht liegt da ja noch eine geile Kiste oder so. Ja, ich verlasse den spielbaren Bereich schon wieder. Oh, das ist gut. Ich war zwar nur unterm Sonnenschirm, aber... Der Sonnenschirm gehört nicht zum spielbaren Bereich, dass du das nicht weißt. Ja, das stand doch ganz am Anfang in der Spielanleitung. Die Spielanleitung? Eben. Jetzt sag mir nicht, du hast die Spielanleitung nicht gelesen. Ja, nee, sorry. Aber hier windet's ganz schön. Oh, hier ist ein Bunker. Der Bunker. Der Bunker. Ein Riesenbunker. Ein Riesenbunker. Ah, der Bunkerli. Stimmt, da ist er. Bunker 4. Ich glaube, wir sollten in Bunker 4 erst beim nächsten Mal gehen. Ja, ich wollte meine Waffe noch einmal schmeißen. Hier sind keine Zombonenten. Das ist aber blöd. Zombonenten? Ich glaube sowieso nicht, dass wir da reinkommen. Komm, lass uns auf den Bunker draufgehen und da die Folge beenden. Das ist schön. Okay. So. Also dadurch, dass wir alle Zombies nochmal töten mussten, kam es einem zwar so vor, als hätten wir heute nichts geschafft, aber wir haben zumindest eine Quest abgegeben. Okay, und auch wenn ich da nicht drauf komme, haben wir hier eine böse Sichel. Ist die irgendwie gut für dich? Also ich meine, die hat für mich ein zu hohes Level, aber... Ich kann reingucken. Ja, das kann aber ich auch schon geschafft. Ey, oh nein. Danke. Oh, bitte. Nein! Verdient. Hast du dir die Sichel angeguckt? Nein. Scheiße. Mist. Was mache ich denn jetzt? Oh, hier, komm mal lang. Okay, also nochmal nach oben und guck dir mal die Sichel an. Und dann machen wir eine Folgenpause. Okay. Ey, ich und meine Ausdauer. Ich muss echt Ausdauer-Skill mit den nächsten paar Punkten. Das gibt's nicht. Das ist so lahmarschig. 14. Aber da bin ich zu schwach für. Ja, aber du kannst ja trotzdem mitnehmen für später. Nein, kann ich mal wieder nicht. Habe ich doch gesagt. Dann entferne was aus dem Inventar, Schatzi. Ja, ich kann dir dann trotzdem nicht mitnehmen. Doch, kannst du. Du musst nur... Nein, kann ich nicht. Ich habe das schon probiert. Schatzi, probier es bitte für mich. Ich habe es probiert. Nimm ich so halt mit. Kann sein, dass es bei mir verbuggt ist, aber es funktioniert nicht. So. Und mit diesen wundervollen Bugs... Nenn mir in Frieden. Ich schmeiß dich mit dem Basil ab. Ey! Ich köpf dich. So. Oh. Du hast einen Schraubenschlüssel an den Kopf gekriegt. Nee, der ist an mir vorbeigeflogen. So, Freunde, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Bis denn. Tschüss.